Jetzt habt ihr mich aber ein bisschen erschreckt. Ihr schon wieder? Wie, ihr wollt einen Gartenrundgang? Es ist Dezember, was wollt ihr sehen? Es ist bei mir schon die ganze Zeit neblig, kalt und jetzt ist sogar der ganze Tag hier Frost gewesen. Was wollt ihr sehen? Seid ihr sicher, dass ihr einen Gartenrundgang haben wollt? Ja, okay, gut. Wir könnten haben. Auch wenn ich das letzte Mal noch nicht vergessen habe, dass ihr mich für das Video mit dem Spaten gelüncht habt. Das habe ich mir gemerkt. Aber gut. Machen wir einen kleinen Gartenrundgang. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und der kleine Gartenrundgang beginnt jetzt hier bei den Bäumchen. Die habe ich ja jetzt die letzte Episode vorgestellt, welche Baumsorten das genau sind und von wo ich sie her habe. Könnt ihr gerne einschalten, verlinke ich dann oben euch in der Infokarte. Hier, das ist jetzt ein Apfelbaum, glaube ich. Das ist ein Wilderling. Aus dem Samen, glaube ich, aufgegangen, unten vom Folientunnel. Den habe ich jetzt einfach ausgegraben, weil ich hier die Fläche räumen muss. Und ich habe mir einfach da mal einen Kübel gesetzt, weil er schon so groß war. Mal schauen, was aus ihm dann noch so wird. Was das überhaupt für ein Apfel dann letztendlich sein wird. So lange werde ich mich noch um den Guten kümmern und pflegen. Was ich jetzt noch um die Bäume herumgesetzt habe, sind diese Steine um die Kübel. Einfach aus dem Grund, um halt auch die Kälte ein bisschen abzudämpfen in der Nacht. Deswegen ja auch die Folien oder diese Strohverpackung von Obst und Gemüse zum Beispiel. Und die Steine helfen dann auch nochmal, wenn es mal Sonne scheint, dass da die Wärme von der Sonne nochmal abgespeichert wird, damit die halt wirklich auch so kühle Tage überstehen. Wird noch Nächte schon 2-3 Mal bei minus 5 Grad. Bis jetzt haben sie es noch gut mitgenommen und ich will einfach mein Bestes geben, damit die auch das weiterhin noch gut überstehen können. Hier, das was noch ein bisschen wächst, ist die Petersilie, ist ja auch winterhart. Hier im Kübel der Kohlrabi, dem geht es da auch immer recht gut, auch wenn nach einer Frostnacht, der die Blätter nach unten hängt, der rappt sich dann immer wieder so ein bisschen auf. Finde ich immer sehr interessant zu sehen. Und hier habe ich jetzt Winter Portulak oder Postelein, wird er auch genannt. Den habe ich jetzt hier ausgesiedelt, ist noch ziemlich klein. Und bei diesen kalten Tagen, da wächst er halt auch am besten. Und hier drüben auch nochmal Petersilie und die Rosmarin sowie die Traubenstecklinge. Die letzten 2 Monate haben wir jetzt hier die ganze Fläche umgegraben. 16 mal circa 6 Meter, weil hier auf der Folientunnel herkommt. Also wie gesagt, ich muss unten die Fläche räumen. Ich und mein Vater haben jetzt heute, wo ich das Video aufgenommen habe, 4 Stunden lang die Folie runtergemacht und auch die ganzen Bögen abgebaut. War ziemlich kalt auch. Aber jetzt sind wir so ziemlich durch, muss nur noch aufgeladen werden und abtransportiert. Die ganze Aufräumarbeit im Tunnel waren schon einige Wochen und Stunden, die ich da verbracht habe mit meinem Vater. Erstmal die ganzen Tomaten abschneiden, von den Haken entfernen, die Haken, die ganzen Töpfe, alles was drinnen war, aufräumen. Und dann wirklich die Folie runternehmen. Ja, jetzt stellen wir ihn hier hin, über die 2 Hügelbeete und zusätzlich haben wir noch die ganze Fläche ja hier umgegraben. Hier hinten zum Beispiel hat eigentlich nichts anderes geholfen, weil ich hier bemerkt habe, wo jetzt die Grabgabel zum Beispiel steckt, dass hier die Wurzeln vom Lorbeer mit drin waren. Also beziehungsweise die gingen bis hier hin. Und das ist schon ein aufwendiger Akt gewesen, die mit dem Spaten durchzubrechen oder durchzuschneiden und dann sozusagen, dass die dann nicht in die Beete reinwachsen. Das hätte ich auch nicht mit einem No-Dig-Verfahren gemacht, weil die werden unter dem Karton, die werden da einfach durchgewachsen, hätten weiter Wasser abgezogen und das ist so ziemlich
die einzige Möglichkeit, mit dem Spaten und wirklich mit Umgraben die Wurzeln da rauszubekommen. Wie gesagt, es ist ihnen selbst überlassen. Ich finde das No-Dig-Verfahren auch besser, auch fürs Bodenlebewesen, aber Umgraben ist jetzt auch, manchmal geht halt nichts dran vorbei und so schlimm ist es dann auch nicht, wenn man dann richtig gut mulcht und auch wirklich guten Bokashi mit einarbeitet. Hier den Rosmarin, schauen wir mal, ob wir den irgendwo anders reinpflanzen. Also ich habe mir halt gedacht, dass wir ihn hier hinten vor die Totholzhecke, ist ein bisschen Platz, ob wir den da vielleicht nochmal umsetzen, direkt an der Fläche vom kommenden Tunnel dann auch sein wird. Über eBay Kleinanzeigen habe ich dann noch auch Holzhexe geschenkt bekommen. Die hat dann jemand hier aus dem Dorf, der neu zugezogen ist, hat die mir vorbeigebracht. Ist Kirsche. Und zu den Holzhexen bzw. allgemein zu Pilzen, warum ich auch Holzhexe nutze, werde ich nochmal ein separates Video machen. Aber mit den Holzhexen, da kann man echt wunderbare Sachen noch machen. Also seid einfach gespannt, wenn ihr das Video sehen wollt, könnt ihr auch gerne was in die Kommentare schreiben. Einfach Feedback und Rückmeldung dazu geben. Hier wächst jetzt noch ein bisschen Phacelia, Gründüngungspflanze. Also die rappert sich auch auf, egal wie kalt die Nächte sind. Da hängen auch immer ein bisschen die Blätter, aber dann steigt die auch ein bisschen auf. Hier jetzt auch bei der schwarzen Johannisbeere und bei der Aronia-Beere, die stört es weniger. Und hier hinten sind immer noch ein paar Erdbeeren. Die wachsen, da habe ich auch jetzt die Ableger ins Haus reingebracht, weil ich die dann noch nicht so in der Kälte im Topf lassen möchte. Und hier ist jetzt zum Beispiel die Grasnarbe mit den ganzen Fünf-Fingerkraut. Also die Wurzeln sind enorm. Das ganze Fünf-Fingerkraut, was wir da im Rasen drin haben, ist einfach alles hier drin in Hochbeeten zum Verrotten. Ist ja auch zum Hügelbeet für die Hochbeete zum Auffüllen gedacht. Hier habe ich auch noch ein bisschen Sägespäne und Laub, alles mit reingemischt. Habe ich dann an allen Hochbeeten eigentlich so verfahren. Bei einem habe ich zum Beispiel Feldsalat und Postelein ausgesät, ist aber leider nichts gekommen und dann habe ich es einfach sein gelassen, weil es jetzt schon fast Dezember ist. Und bis die dann vielleicht aufkommen und überhaupt wachsen, ich glaube nicht, dass dann schon was wirklich Großartiges kommt. Hier ist ein bisschen Feldsalat aufgekommen. Den habe ich dann noch mal ein bisschen gemulcht. Der sollte eigentlich durchs Laub durchkommen. Aber sonst schaue ich einfach, dass der Boden gut bedeckt ist. Über den Winter her, da sind auch schon ein paar Zwiebeln mit rausgekommen. Und der Salat hier, das ist ein Batavia-Salat, Sommersalat sozusagen, und hat auch schon die Frostnächte von minus 5 Grad auch sehr gut überstanden. Und ja, das finde ich sehr beeindruckend. Und hier sehen wir die Katze vom Nachbarn, die sehr zutraulich ist. Weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich glaube, Lutz ist es. Und schon ist der Lutz wieder weg. Also, kurzes Video. Nicht meine Katze, sondern die vom Nachbarn. Hier nochmal Totholzhecke, habe ich aber auch schon mal gezeigt. Und hier nochmal zwei Laubhaufen als Kompost und potenziell einen Igel anzulocken, habe ich hier einfach mit aufgeschichtet, weil ich momentan so viel Laub habe. Dachte ich mir, wieso nicht? Und sonst schauen wir uns dann mal weiter so im Gewächshaus und hinterm Gewächshaus auch noch was an. Da sind auch noch ein, zwei interessante Sachen mit dabei. Jetzt sind wir hier im Gewächshaus. Das sind hier die weißen Wilderdbeeren, die ich von einem Freund geschenkt bekommen habe. Hier sind jetzt auch noch ein paar Pflanzen. Einige sind auch eingegangen, weil wir Spinnenmilben irgendwie im Haus bekommen haben. Also so rote Milben, die Pflanzen jetzt ziemlich stark beschädigt haben. Und das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Deswegen stehen die jetzt hier im Gewächshaus, weil es dann doch hier ein bisschen wärmer ist als draußen. Und Erdbeeren sind ja bekanntlich recht frosthart. Hier, das sind jetzt die ganzen Ableger, die mein Vater gezogen hat, wachsen jetzt hier in den Kübeln. Die habe ich jetzt auch hier einfach ins Gewächshaus gestellt und ich werde sie, wenn es nicht ganz so drastisch kalt wird, werde ich sie auch einfach hier stehen lassen. Also das sollten die dann recht gut überstehen. Letzte Woche habe ich dann hier noch die ganzen
Tomaten entfernt und eingearbeitet. Also zuerst habe ich die ganzen Tomaten von den Haken entfernt, habe dann darauf über das ganze Grüngut, was ich ein bisschen klein gemacht habe, halt dann nochmal Bokashi ausgelegt. Ist für mich so ziemlich der beste lebende Dünger oder einfach das Beste, was man machen kann, das ganze Fermentieren für den Boden. Bringt einfach Leben und Bakterien in den Boden für gesundes Pflanzenwachstum. Also für mich ist Bokashi so ziemlich das Beste, was es gibt. Kann man auch recht günstig machen. Kann ich auch noch mal ein Video dazu machen, wenn ihr darauf Lust habt. Könnt ihr auch gerne was in die Kommentare schreiben. Entweder Bokashi oder Pilze. Mal schauen, wie ich die Videos so machen. Oder ich da auch jetzt das noch mal ein bisschen verfeinert und optimiert habe. Dann auf dem Bokashi habe ich dann nochmal Erde von unten, da wo schon Pilze durchwurzelt waren, habe ich nochmal drauf ein bisschen drüber gelegt und dann nochmal hier eine ganze fette Laubschicht. Und das haben wir dann alles nochmal richtig gut angegossen, also dass es hier auch wirklich alles sehr gut durchnässt ist und das Bodenlebewesen dann auch wirklich gut arbeiten kann. So, jetzt hier hinterm Gewächshaus, da haben wir noch einige Komposthaufen gemacht. Gute Erde fürs nächste Jahr ist so ziemlich Pflicht. Humus aufbauen. Das hier ist jetzt ein riesiger Komposthaufen, den mein Vater gemacht hat bzw. aufgeschichtet hat. Er möchte den einfach jetzt so stehen lassen als Turm. Hier habe ich dann auch nochmal, das ist überwiegend Holzhexen mit ein bisschen Laub und der Grasnarbe. Also unten ist halt ein bisschen strohiges Material und Holz und Lavendelschnitt. Das lassen wir jetzt auch einfach ein bisschen so vor sich hin verrotten. Habe ich auch schon mal ein paar Pilze gesehen. Hier hinten sind dann auch noch mal ein paar Holzstämme bzw. dickere Äste. Auch einfach Totholz, was hier überall rumliegt. Und sonst hier unten hier habe ich noch mal drei Komposthaufen angelegt. Das sind so sogenannte Berkeley-Komposthaufen. Die sollen innerhalb von 28 Tagen in einer Heißrotte fertig werden, beziehungsweise fertiger Kompost, den man schon einarbeiten kann. Das habe ich zum Beispiel bei den Waldgeistern gesehen. Und die beiden sind jetzt schon 2 Wochen alt und ich muss schon sagen, die Heißrotte, die funktioniert wirklich gut. Alle 2 Tage habe ich die immer gewendet. Und den habe ich jetzt gestern erst angelegt mit recht viel Mist, Walnussblättern und der Grasnarbe. Ich habe auch hier sind Eichenblätter, aber Walnussblätter haben ja auch angeblich so viele Gerbstoffe, die das Wachstum von Pflanzen beeinträchtigen können. Aber jedenfalls mit der schnellen Verrottung sollte das dann kein Problem sein. Und dazu werde ich dann auch nochmal ein separates Video machen zum Berkeley Kompost. Also könnt ihr auch schon mal wirklich drauf gespannt sein. Das ist eine super Methode, wirklich Kompost richtig schnell zu verrotten mit allem Möglichen. Also mit Grasnarbe, mit Walnussblättern, mit Laub, mit Mist. Den habe ich ja auch eingearbeitet. Das verrottet so schnell und ist auch richtig warm. Also immer wenn ich hier wende, dann raucht es. Ist wirklich sehr schön mitzuerleben. Also danke nochmal Daniel und Melanie für eure super Videos und super Inspiration. Und hier, das ist einfach nur mal normaler Thermoskomposter, den wir schon immer hier haben. Darum kümmert sich auch mein Vater und wie bei dem Komposter lässt er ihn einfach so stehen und verrotten. Und manchmal natürlich da auch mal ein bisschen Urin mit Brennnesseljauche oder Kohljauche mit einführen, um die Verrottung noch mal ein bisschen voranzutreiben, um Bakterien und Lebewesen da wieder mit reinzubringen. Und sonst, wie gesagt, hier die italienische Zwetschge. Und das ist jetzt so ziemlich ein kleiner Gartenrundgang Ende November, Anfang Dezember. Ist kalt, wie gesagt, gibt da immer noch einiges zu tun. Werde dann hier noch mal später ein bisschen umgraben und sonst werde ich noch im Anschluss ein paar Bilder und Ernten von dem Tunnel unten bzw. von der Fläche unten mit einblenden, also nicht sofort abschalten, weil ich mich jetzt hier von euch
verabschieden werde. Also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Also zum Beispiel, was ihr als nächstes gerne sehen wollt. Bokashi, dann das mit den Pilzen, beziehungsweise mit den Holzhackschnitzel, was man damit alles machen kann. Oder den Berkeley Komposter. Aber da muss ich noch ein bisschen warten, bis es dann wirklich verrottet ist. Und sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch dabei auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir um ein Projekt erzählt, damit immer mehr Aufmerksamkeit mir zugute kommt. Und ja, damit ich weiterhin für euch Videos produzieren kann und dieses Projekt natürlich auch am Laufen erhalten kann. Und da findet ihr auch Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Und sonst, wie gesagt, bin ich auch immer noch auf der Suche nach einer neuen Fläche. Darauf könnt ihr auch noch mal gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und so, jetzt möchte ich euch einfach mit den Impressionen von der Fläche unten alleine lassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.